Regionale Nachrichten in 100 Sekunden. Präsentiert von der Aargauischen Kantonalbank, der CSS-Versicherung und Toyota im Emil-Frey-Autocenter Safenwil. Grüezi miteinander aus dem Newsroom vom Zofingen Tagblatt zu 100 Sekunden. Kurznachrichten aus der Region im Überblick. Im Budget 2021 rechnet der Oftiger Gemeinderat mit einem Plus von knapp 260'000 Franken. Das ist bei Gleichbleib mit einem Steuerfuss von 113%. Möglich sei das nur, weil die beeinflussbaren Ausgaben und Anschaffungen auf ein beschränktes Minimum können beschränkt werden und es mehr aus dem Finanzausgleich gibt. Die finanzielle Situation sieht aber nicht rosig aus. In den nächsten 10 Jahren müssen 55 Millionen Franken investiert werden. Da wird auch eine Erhöhung vom Steuerfuss zum Thema. Wir bleiben gerade zu Oftrigen. Rund 70 Personen haben sich am Mittwoch zu Abend vom Oftriger Gemeindamen Hans-Peter Schläfli über die Revision der Bau-Nutzungsordnung informieren lassen. In der anschliessenden Fragerunde hat sich herausgestellt, dass einige Bürger Mühe haben mit der geplanten städtischen Entwicklung. Ein grosses Thema war auch der geplante Wildkorridor zwischen Oftrigen und Walterswil. Denn die Bauern möchten verhindern, dass ihr Land von Wildzäunen zerstört wird. Im Kanton Aargau werden ab heute in allen Gemeinden Notfalltreffpunkte eingeführt. So auch in der Bevölkerungsschutzregion Zofingen. Ausgewählt hat diese Treffpunkte der Marc Ruf, der Chef des regionalen Führungsorgans Zofingen, in Zusammenarbeit mit den Gemeinden. In einem Notfall wird an so einem Treffpunkt beispielsweise Informationen für die Bevölkerung geben, falls andere Netze ausfallen. In Zofingen gibt es zum Beispiel 3 Treffpunkte. Die Mehrzweckhalle BZZ, die Turnhalle beim Rosengarten und die Mehrzweckhalle Mühlital. Mehr Infos gibt es auf notfalltreffpunkte.ch. Steht der IDZ und Stadtlauf Zofingen vor dem Aus? Wegen der Corona-Pandemie hat der Intervall-Duathlon und Stadtlauf Zofingen nicht stattfinden. Ob die Doppelveranstaltung im Frühling 2021 wieder in die Hauptstadt zurückkommt, sei von verschiedenen Faktoren abhängig. Einerseits müssen im OKA diverse Posten neu besetzt werden und zudem findet der Powerman im nächsten Jahr Ende Mai statt und nicht wie gewohnt im September. Durch das ist das Austragungsdatum vom IDZ und Stadtlauf noch nicht reserviert. Das Datum wird erst festgelegt, wenn das OKA wieder komplett ist, sagt Nadine Zurschmiede von der OKA-Leitung. Können die offenen Posten nicht besetzt werden, würde es der Event nicht mehr geben. Mehr News und Themen aus der Region gibt es in der gedruckten Ausgabe vom ZT und natürlich auf zofingertagblatt.ch. Adi miteinander. Informiert in 100 Sekunden. Aktuelle regionale Nachrichten direkt aus dem ZT Newsroom. Ist Ihnen präsentiert worden von der Aargauischen Kantonalbank. Am richtigen Ort. Der CSS-Versicherung. Ganz persönlich. Und Toyota im Emil-Frey Autocenter Safenwil. Mit Emil-Frey zu Ihrem Traumauto.